du machst alles, was Monte richtig findet. Da habe ich jetzt, also Real Talk, das absolute Totschlagargument für euch. Ich habe mit Monte gequatscht gehabt und er hat mich gefragt, mach mal bitte was zu Mois, würde mich freuen. Ja, der geht ja gerade komplett ab. Von wem gab es kein Mois-Video? Von mir, weil ich keinen Bock hatte. Und dann hat er auf das Video von Dings reagiert, von Just Nero. Das wären meine Klicks gewesen. Würdest du dich trauen, auch Monte zu kritisieren? Ja, klar. Also warum nicht? Also natürlich, das habe ich ja schon gesagt, ne? Also bei Monte ist ja auch unabhängig, dass er jetzt immer noch reagiert. Er hat halt Real Talk mich vor dem Verlust meines Hauses gerettet. Er hat mich vor Steuerschulden gerettet und er hat meine YouTube-Karriere wiederbelebt. Es ist Real Talk, also es ist Real Talk so einfach. Und natürlich bin ich da einfach super dankbar, weil wenn das nicht passiert wäre, dann, keine Ahnung, also ich hätte Real Talk meine Steuern nicht zahlen können, so, ne? Die noch offen sind. Und natürlich bin ich ihm da so dankbar, dass ich ihn deutlich weniger kritisieren würde. So, ne? Also ich würde jetzt, wenn der jetzt irgendwie mal einen Fehltritt macht, so klar im Stream würde ich sagen, so ja, geht halt nicht, keine Ahnung, ist doof. Aber ich würde jetzt natürlich eher weniger ein Video gegen ihn machen. So, für mich zeigt das dann aber auch einfach Dankbarkeit und ich denke, dass jeder in der Situation, in der ich bin, kann das halt auf jeden Fall nachvollziehen. Bevor Monte reagiert hat, hatte ich im Durchschnitt 130.000 Aufrufe pro Video. Das konnte man bei Nindo sehen. Und seitdem er wieder reagiert, ist es hochgegangen auf 269.000. Also wirklich mehr als doppelt so viel. Und ja, das ist schon wirklich krass, ne? Monte, ja, und ja, stimmt, ich bin ja auch keine Nachrichtenagentur oder so, ne? Ich kann mir die Themen ja selber raussuchen. Monte macht ja eh kaum noch krass Fehltritte. Ja, also generell, Monte hat sich schon, muss man schon sagen, hat sich als Mensch schon sehr krass weiterentwickelt, meiner Meinung nach. Also, ja, wenn man da echt mal so überlegt, also früher gab es ja immer mal wieder Fehltritte, aber auch so generell, dass er jetzt so mehr IRL-Content macht, weiß er nicht mehr nur jeden Tag irgendwie Reactions oder labern, sondern der ist draußen, fährt zu Events und so weiter. Also, ich finde, der öffnet sich so als Mensch, so wisst ihr, wie ich meine. Ne, der macht jetzt so Sachen, die vor ein, zwei Jahren einfach gar nicht gemacht hätte. Er meinte ja auch mal, dass er so Events und so weiter nicht feiert, so draußen sein, so, ne, zu irgendwelchen Sachen fahren und so. Und jetzt ist er bei der Baller League dabei, ist viel draußen, kriegt Anzeigen von der Security vom Bahnhof und so. Also ich finde, alleine menschlich hat er sich in letzter Zeit ja wirklich weiterentwickelt. Ich wüsste halt Stand jetzt auch nicht, wegen was ich ihn kritisieren sollte. Und das kommt ja auch noch dazu. Leute sagen immer, ja, würdest du. Ja, kommt auf den Grund an, so, ne, wenn jetzt rauskommt, dass er, keine Ahnung, extrem schlimme Straftaten gemacht hat. Ja, der hat eine Atombombe gezündet. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Video machen, so. Klar, irgendwann ist mal Schluss, ne? Aber natürlich würde man ihn mehr durchgehen lassen. Aber ich finde es halt immer komisch, weil es wird halt immer nur so Monte als Beispiel genommen. Ich würde sagen, so selbst bei einem Tanzverbot würde ich eher weniger ein Video machen, weil ich auch cool mit ihm bin. Oder über Just Nero würde ich gar kein Video machen, wahrscheinlich, weil ich mit ihm richtig gut befreundet bin. Also das hat ja nichts mit Monte als einzelne Person zu tun, sondern natürlich gibt es Leute, mit denen man einfach cooler ist als mit anderen und dementsprechend dann halt eher oder weniger Videos über eine Person macht. So, das ist doch aber komplett normal. Also ich denke, das ist bei jedem Streamer so. Monte zündet Atombombe auf Kleinstaat und warum ich das nicht gut finde.